würde durch meine gehässige und überhebliche Art den Antisemitismus in diesem Lande befördern. Bin ich gehässig und überheblich? Sehen Sie... Bin ich gehässig und überheblich? Das versuche ich ja gerade mit einem Versuch. Es wäre schön, wenn es über einen Versuch weit hinausgehen würde. Bin ich also gehässig? Ja. Und überheblich? Ja. Was wollen Sie eigentlich? Ich will meine Meinung sagen, die jeder Deutsche hat. Das sagen Sie mir? Mir als Jude? Das ist mir egal. Die Juden sind Ihnen also egal? Ich kritisiere Sie als Journalist und als der sind Sie eben miserabel. Als Journalist bin ich aber eben auch Jude. Dürfen Sie denn als Jude überhaupt Journalist sein in Deutschland? Wie bitte? Herr Unfriedmann. Sie verhunzen meinen Namen, der auch der Name von tausenden anderen Juden sein könnte. Und das wissen Sie auch. Und Sie wissen, dass diese Juden tot sind. Und Sie wissen genau, warum. Wollen Sie das wieder, Herr Möllemann? Wollen Sie wieder alle Juden umbringen in Deutschland? Das ist doch nicht mehr verhältnismäßig. Also Sie finden den Mord an 6 Millionen Juden verhältnismäßig. Was reicht mir jetzt? Also... Sie drohen mir also. Ach, das hatten wir doch schon einmal in diesem Lande, ja? Dass, wenn man die Wahrheit sagt, dass man dann mit Folter und mit Mord bedroht wird. Ich sage Ihnen aber etwas, Herr Möllemann. Ich bin nicht nur Jude, ich bin auch Deutscher. Dann befördern Sie eben auch das Antideutschtum mit Ihrer saublöden Art. Ach, das fahren Sie auch noch auf. Ich sage Ihnen noch etwas. Ich bin nicht nur Jude, Deutscher, ich bin vor allem auch Mensch. Ja, wenn dem so ist, beleidigen Sie die gesamte menschliche Rasse. Sie sind ein Rassist und ein Antisemit. Ich habe viele jüdische Freunde. Leben die alle noch? Das ist doch unqualifiziert. Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Möllemann. Wissen Sie überhaupt, dass ich Jude bin? Ja, furchtbar. Dann sagen Sie es doch einmal. Sagen Sie es. Herr Friedmann, Sie sind Jude und... Sie sind Jude und... Das ist eine klare antisemitische Äußerung. Sie sind doch Vizechef vom Zentralrat der Juden und deswegen... Was soll ich dazu... Diese Formulierung weist Sie aus als Judenhasser. Das ist für mich die größte Beleidigung als Nicht-Jude. Meinten Sie, Juden sind nicht? Haben Sie das gerade gesagt? Sie sagten Nicht-Jude. Meinten Sie, sie existieren nicht? Ja, meinten Sie das? Nein, ich meinte, wenn Sie mit Ihrer ganzen Art die Juden so beleidigen, wie Sie es tun, dann bin ich eben... ...bin ich ein Jude. Ich bin ein Jude. Dann bin ich ein Jude. Wenn Sie das sagen, bin ich sofort Antisemit. Dann bin ich ein Jude. Das hätten Sie früher sagen sollen, denn dann, Herr Möllemann, kann ich Sie gut verstehen.